Irgendwie gelang es Mario also, Wüste und drückende Hitze zu überstehen. Vor ihm erstreckten sich nun die Ruinen, die aus dem Sand ragten. Dankbar für etwas Schatten setzten Mario und Tippi ihre Reise fort. Vor diesen Ruinen hatte sie Onkel Passauf gewarnt. Was verbarg sich wohl in den vor ihnen liegenden zwielichtigen Gängen? Willkommen zurück zu Super Paper Mario, heute mit Kapitel 1.4, das Monster der Ruine. Oh ja. Sehr gruselige Atmosphäre, schon allein wegen diesen Fackeln an der Wand da. Mario, kann ich spüren, das reine Herz befindet sich in der Nähe. Aber aus den Sanddünen geht nur etwas hervor. Sei vorsichtig, Mario, da wartet etwas auf uns. Oh ja, die Linienstein-Ruinen. Im letzten Part haben wir zudem O'Clock besiegt. Ihr wisst schon, Graf Knickwitz etwas dümmeren Handlanger. Ja, war jetzt nicht sonderlich schwer, der Bosskampf. Tja, und hier in den Ruinen gibt es, glaube ich, hier noch nicht, aber... Was? Ich habe doch jetzt gar nicht auf den Bildschirm geneigt. Ich habe sie so seitwärts gehalten. Komisch. Naja, so Bugs passieren manchmal. So, die Käfer sind auch wieder mit von der Partie, die wir ja aus dem allerersten Super Mario Bros. Noch kennen. Die waren ja irgendwie schon ein bisschen Tradition in den Paper Mario Spielen, kann man sagen. Schon im allerersten Paper Mario war das eine häufige Gegner. Spätestens so, irgendwo gab es in diesem Level hier eine von diesen... Heute backt meine Wii-Fernbedienung irgendwie herum. Ich sollte sie möglichst in die anders verkehrte Richtung halten, wenn ihr versteht, was ich meine. Damit nicht wieder solche Bugs auftreten. Ja, das war mein Skill. Aha, da haben wir noch einen Käfer. Die alle mitgehen lassen, wir wollen ja möglichst viele Level-Ups bekommen. Ich habe schon öfters erwähnt, auch wenn das Kampfsystem in dem Spiel ein bisschen mangelhaft ist, wenn man es überhaupt Kampfsystem nennen darf. Für meinen Geschmack ist das ja nicht mehr als ein... Wieso ist der einfach mal wieder... Naja, ist jetzt auch egal. So... Da haben wir dich, mein Freund. Und hier haben wir eine schöne Leiter. Aber ich mag den. Moment mal. Hier haben wir, glaube ich... Oh, Lebenspilz. Den kann sich sehen lassen. Ja, Lebenspilze, die... Schon wieder. Das passiert irgendwie nur in der 3D-Ansicht. Komisch verpackt heute. Naja, liegt das an meiner Wii-Fernbedienung? Hat die irgendwas? Naja, egal. Lebenspilze kennt man auch aus den Paper Mario-Spielen. Die wurden ja leider Gottes in Sticker Star und Color Splash weggelassen. Die hätte man da irgendwie als Karten richtig gut einsetzen können. Da hätte man in Color Splash so eine Karte oder in Sticker Star einen Sticker einsetzen können, der halt diesen Effekt hat, wenn man diese Karte oder beziehungsweise den Sticker bei sich hatte, dass man dann, wenn ihr versteht, was ich meine, nicht Game Over gehen kann. Das hätte irgendwie recht gut gepasst. Naja, in dem Spiel ist er, wie man sagt, auch dabei. Gut, hier brauchen wir einen Schlüssel und diesen Schlüssel kriegen wir höchstwahrscheinlich hier. Man braucht in dem Spiel auch teilweise ein bisschen Köpfchen. Aha, hier haben wir diese stacheligen Artgenossen. Moment mal. War das jetzt hier? Irgendwo in der Nähe von... Ja, jetzt weiß ich es wieder. Irgendwo in der Nähe von solchen Typen war eine Karte im 3D-Ball. Versteckt schon wieder. Was ist denn heute los mit der Fernbedienung? So. Hier hätten wir soweit wie den Schlüssel. Was ist mit der Fernbedienung los? Ich entschuldige mich dafür. Das liegt nicht an mir. Ich habe sie nicht auf den Bildschirm gerichtet. Das ist irgendwie eine Bug-Funktion. Ja, schon wieder. Ich muss dagegen irgendwas machen. Ich hoffe, den Part überstehen wir damit irgendwie. Ja, aber die Käfer, die kannte man ja schon. Also diese Käfer, die da auf der Decke hängen. Die kannte man ja schon aus den staubtrockenen Ruinen. Aus dem ersten Paper Mario. Ja, man greift ein paar Ideen aus den Vorgängern wieder auf. Das finde ich nicht schlecht. Mein lieber Squeak oder... Squawk. Ich verwechsel die immer. Squeaks, Squeak. Oh Gott, wie spricht man die überhaupt aus? Moment, war hier oben nicht irgendwas versteckt? Man muss immer sicher geben. Ich schaue nochmal von der anderen Seite aus. Kann ja sein, kann ja sein. Ja. Und ihr merkt, hinten auf den Säulen ist immer ein bisschen was aufgezeichnet, wenn ihr das seht. Was könnte das sein? Wir sehen da hinten im Hintergrund. Also genau hier, Mario steht jetzt vor einem gezeichneten Stachel. Interessant, oder? Ihr merkt hier, so eine Art schlangenähnliches Viech zeichnet sich da an den Wänden entlang. Aha, was haben wir hier? Ein Block, der uns nach oben hilft. Aber zuerst mal möchte ich unseren Freund hier mal kurz erledigen. Level Ups, Level Ups. Ich habe es im letzten Part schon erzählt. Jedes zweite Level Up füllt Angriffskraft auf. Also füllt nicht. Erhöht Angriffskraft und sagen wir mal jedes mit der anderen Zahl. Kann man das so ausdrücken? Moment. Wie war denn das jetzt hier? Ah ja, ich weiß es. Ich möchte halt irgendwo in dem Level war eine Karte. Das weiß ich noch. Die Käferkarte nämlich. So. Wir brauchen einen von denen, um sie da oben dran zu schmeißen. Außerhalb des Raumes ist gerade etwas passiert. Aber die möchte ich noch kurz erledigen. Ja? Wurfowitz hat leider keine Angriffskraft. Das heißt, er kann den Gegnern keinen Schaden machen. Er kann sie nur werfen. Naja. Das hat mal einer in den Kommentaren erwähnt. Moment mal. Hier ist jetzt was verändert. Ich glaube, ich weiß, was passiert ist. Schauen wir mal kurz nach.
Ihr merkt, so eins Aki, du spielst leider doch nicht mehr, aber ihr merkt es genau, ich wusste doch, hier war was. Hier haben wir jetzt den Schlüssel, um weiterzukommen. Dann. Ja, altbewährte Paper Mario Schlüssel, Türen und so und Rätsel, alles vorhanden. Also da kann man wirklich nicht meckern. Level-Design-technisch haben sie sich echt Mühe gegeben. Da kann man nicht meckern. So, hier ist eine unsichtbare Plattform und diesmal habe ich ganz gezielt. Diesmal war es nicht irgendwie Bug oder so. Diesmal war es Absicht, da hätten wir es noch. Hier, den Zeiger. Hier ist etwas, ich will es dir zeigen. Chippy hat die Fähigkeit, sowas sichtbar zu machen. Das ist doch mal was, oder? Das ist mal ein Ding. Ja, ja. Das war jetzt aber nicht Absicht. Das war wieder so ein... Was ist denn mit dir los? Ich werde im nächsten Part eine andere verwenden. Eine andere Wii-Fan-Bedienung. Ich habe ja zum Glück ganze 5 Stück. Eine nur, sage ich doch hier, eine nur aus Sammlergründen. Das ist die, die ich gerade verwende. Das ist diese... Mit dem Luigi-Muster, wer die kennt, ihr wisst ja, war das nicht zu Mario Party 10? Es gab mal so Wii-Fernbedienung mit Ma! Wieso hatten mich da jetzt nicht getroffen? Naja, nehmen wir die Käferkarte Bummelkäfer. Das wusste ich gar nicht mehr, dass sie einfach nur Bummelkäfer heißt. Ich meine, in den ersten beiden, das war jetzt schon wieder Bug, in den ersten beiden Paper Marios und auch in Color Splash und Sticker Star. Hier sind die nämlich einfach nur Käfer. Also, das ist, glaube ich, nur in dem Spiel so, dass die Bummelkäfer heißen. So. Hier brauchen wir sicher dreidimensionales. Ja, ja. Moment. Ich glaube, da müssen wir weiter reingehen in diesen Schlund hier. Oh! Ja, naja, so geht's auch. Was mache ich denn? Ja, auch ein bisschen unrealistisch. Das sind, ja, ich finde halt zweidimensionale Spiele sind sehr unrealistisch. Und das ist natürlich Unrealistischkeit in Person. Dass hier auf einmal 2D und 3D, vor allem auch, dass dieser Typ, ihr wisst schon, der Gruber oder Huber, wer war denn jetzt von beiden? Der Huber war es, glaube ich, der Rote, oder? Das finde ich auch so witzig, wie der Käfer dann vorne dran biegt. So. Was hätten wir denn hier Schönes? Schon wieder so eine Tür in der Luft. Brauchten wir da jetzt den Scanner? Nein, da brauchten wir was an. Ah, ich glaube, ich weiß noch, was da nötig war. Ja. Ja. Diese Leiter hier führt uns wohin? Aber wohin? Das ist hier die große Frage. Aber ich mag den Level. Der erzeugt irgendwie so eine schöne, gruselige Atmosphäre. So wie schon in Paper Mario 1 die staubtrockenen Ruinen. Wirklich wunderbar gemacht. Auch die bedrohlichen Fackeln hier. Alles richtig schön inszeniert. So, und was passiert jetzt? Ein großer Schalter. Habe ich das richtig verstanden? Wir drücken einen Schalter, um noch einen Schalter zu aktivieren. Was haben wir denn hier? Jede Menge von diesen Spiny. Nein, Spiny-Trumps waren die am Linienberg. Wie hießen die denn nochmal? Ich weiß es gerade nicht. Meine Wii-Fernbedienung vibriert wie Sau. Das kennt man ja schon aus Paper Mario, die Legende von Meundor. Dass der Controller vibriert. Hatten wir ja auch. In Paper Mario 64 war es ja auch möglich, dass der Controller vibriert. Aber da brauchte man das N64 Rumble Pack. Das habe ich auch. Aber ich glaube, auf den Virtual Console Varianten ging es. Ja, und ihr merkt, hier hätten wir jetzt einen schönen, ja, Übergang. Aus diesen Spiny Trumps. Muss das nicht wehtun auf den Füßen? Wie war denn das hier? Aha. So ein ähnliches Rätsel gab es ja auch in der Legende von Meiontor mit diesen Schaltern, oder? Moment, eins. Den müssen wir jetzt, glaube ich, zweimal, oder? Drei. Moment. Nein, ich glaube, das war falsch. Moment mal. Eins, zwei, drei, vier. Ja, ich habe gedacht, ich müsste den einen viermal treffen und so. Ja, mein Gedächtnis. Naja, ich hätte es ein bisschen besser eingeschätzt zu dem Spiel hier. Denn das habe ich ja früher echt auf und ab gespielt. Ne, wirklich. Früher habe ich Super Paper Mario geliebt. Dann gab es so eine Phase, wo ich es ein bisschen kritischer betrachtet habe. Das war die Phase, wo ich dann die Legende von Meiontor gespielt habe. Und mir ist klar wurde, die Paper Mario hier fehlt ja ein Kampfsystem. Naja. Aber diese Phasen sind vorbei. Speicherpunkt verheißt Boss Action. Das hier ist das letzte Unterkapitel des großen Kapitels. Und das heißt, jetzt gibt's den Kapitel Boss. Hm? Was haben wir denn hier? Einfach eine Wüste? Oh mein Gott, die Röhre verschwindet. Ja, wir sind wieder in der Wüste. Die Ruinen waren aber nicht gerade lang. Oh je. Achtung! Was passiert hier? Wer ist da? Eindringling entdeckt. Verschwinde oder du wirst entfernt. Bitte warten. Suche wird eingeleitet. Erkenne rote Mütze. Erkenne blaue Latzhose. Was nicht immer so war. Erkenne Schnurrbart mit Bartstufe 5. Außergewöhnlich. Identifizierung möglich.
Unmöglich. Bitte warten, durchsuche Datenbank. Und jetzt achtet mal drauf, wenn er die Datenbank durchsucht, auf sein Auge. Ihr merkt's, das ist das Symbol des Wii Shop Kanals. Ihr wisst schon, wenn ihr in den Wii Shop Kanal damals reingegangen seid, um euch irgendwas downzuladen, da musste man ja erstmal warten, bis der Wii Shop Kanal geladen hat. Und bei den Ladezeiten war genau dieser Kreis, der gerade in seinem Auge zu sehen war. Nettes Easter Egg an den Wii Shop Kanal. Im Wii Shop Kanal, den habe ich ja früher geradezu ausgeplündert. Aber egal. Suche beendet, eine Übereinstimmung. Systemüberlastung, legendärer Held identifiziert. Vergib mir, Held, man nennt mich Low Cost. Meine Aufgabe ist es, das reine Herz unter allen Umständen zu beschützen. Du bist spät, ich warte schon seit tausenden von Jahren auf dich. Du darfst passieren, das reine Herz ist da vorne. Ha, ganz so einfach machen wir sie nicht. Wer spricht da? Ja, oha, wen haben wir denn hier? Freut mich, dich und deinen Part kennenzulernen. Ich bin Knickfix-Meister der Dimensionen und der Liebling des Publikums. Ich bin Dimensio. Merke dir diesen Namen. Ich kenne dich, du bist dieser... Es wäre schade, wenn ein Abenteuer so enden würde. Lieber ein Ende durch Magie. Das gefällt mir schon besser. Jetzt können Robo und du euch die Zeit ein bisschen vertreiben. Futterzeit, wenn ich das anfühlen darf. Und du bist das Futter. Ciao. Was hat er da gerade gemacht? Fehler. Neustart durch Knopfdruck eingeleitet. System konnte nicht geladen werden. Bitte legen Sie die Installationsdisk ein. Disk wurde nicht gefunden. Ladefehler, bitte Bootdisk einlegen und Enter drücken. Keine Antwort. System bereit oder schmilzbereit. Anwendungsfehler, bitte speichern und beenden. Daten verloren. Gute Arbeit, Ingenieur. Warte auf Prozessoren. 404 Fehler wurde nicht gefunden. Bedrohungsstufe wird auf Stufe. Wir sind alle verloren gesetzt. Detonation steht bevor. Das ist das erste Mal, dass ich das alles vorlesen konnte, bevor es weitergesprungen ist. Erkennungsanfrage läuft. Beleidigungsgenerator wird gestartet. Öffne Ergebnis.txt. Ergebnis verschwindet, du alter Yeti. String alt entfernen. Was hat Dimensio mit ihm angestellt? Der flippt ja völlig aus. Endlich treffen wir mal auf einen liebenswürdigen Drachen, also einen, der uns nicht, im Gegensatz zu Logard, in Paper Mario, die Legende von Meonte, ja, er kennt doch noch alle Logard, oder? Das hier ist sozusagen das Super Paper Mario Gegenstück zu Logard. Auch ein roter Drache, nur halt ohne Füße. Mehr so wie in den japanischen, chinesischen Mythologien. Wir sollten aufpassen, denn irgendwann kommt er nach vorne, um uns, ja, aufzufressen. Tja, eigentlich war er ja ein Roboterdrache, also nicht so wie Logard eine biologische Lebensform, so. Ja, Moment mal. Gleich geht's los. Der Kampf hat mir früher immer ein bisschen Schau über den Rücken gejagt, weil er einfach so riesengroß ist, unser Artgenosse hier. So. Es kommt direkt auf uns zu. Sei besser vorsichtig. Ich habe die ganze Zeit gewartet, wann du das sagst. So, jetzt heißt es nämlich aufspringen auf unseren Freund hier. Ganz genau. Und jetzt kämpfen wir in einem epischen Luftkampf. Der Brustkampf hier, der ist echt gut inszeniert, muss man sagen. Gut, wir müssen seine Antenne da oben. Ja, ihr merkt, Dimensio hat ihn jetzt quasi gehackt, sodass er jetzt denkt, wir wären der Feind. Hey, komm schon. Ja, super. Hier diese komischen kleinen Viecher müssen wir auf seine Antenne oben schleudern. Man könnte ihn auch anders besiegen, aber noch nicht zu diesem Zeitpunkt. So, jetzt heißt es aufpassen, denn jetzt, wir könnten, normalerweise hätte ich es geschafft, dass ich da rüberspringen könnte. Also normal, wenn man viel Skill hat, schon wieder, ich habe die Wii-Fernbedienung nicht auf dem Bildschirm geneigt. Naja, aber normalerweise, das heißt normalerweise mit viel Skill, das habe ich früher auch geschafft, dass wenn er dann auf einmal... sein Kopf so. Also, er hat sich ja gerade eben in einer Kreisform gedreht. Schon wieder. Er hat sich gerade eben in einer Kreisform gedreht. Und ich hätte jetzt eigentlich nochmal auf seinen Kopf aufspringen können, sodass ich nicht diese Phase des Kampfes hier nochmal hätte machen müssen. Aber das habe ich jetzt leider nicht geschafft. Ich habe das aber mal geschafft, aber das hängt auch ein bisschen mit Glück zusammen. Man muss auch den richtigen Moment abpassen. Das kriegt man nicht immer einwandfrei hin. So. Aber ihr merkt, Dimensio hat den hier jetzt gehackt und eigentlich wollte er uns ja das reine Herz einfach so übergeben und er wäre freundlich. Aber nein, Dimensio musste ihn ja hacken und jetzt
dürfen wir gegen dieses Riesenvieh hier kämpfen. Ja, Drachen sind irgendwie so eine Tradition in den Paper Mario Spielen. Wir hatten Logard, wir hatten Lobert, wir hatten Kost hier, Loviata und... Na toll, ich bin jetzt hier so voll weit hinten aufgesprungen. Im Bosskampf hier kommt ja auch schon mal besser. So, alle rauf da. Und Hips. Und... Uiuiuiui, komm, diesmal schaffe ich's. Mit einem beherzten Sprung? Nein, diesmal ging's aber, glaube ich, gar nicht. Diesmal war sein Kopf. Vorher wäre es gegangen, aber da bin ich... Ich habe die Wii-Fernbedienung nicht ausgerichtet. Diesmal auch nicht. Jetzt habe ich es getan. Na gut, dann scannen wir ihn einfach mal. Das ist Lokos, der Robotartiker, Beschützer des reinen Herzens. Was, KP? Ihr merkt, ich richte die Wii-Fernbedienung nicht auf den Bildschirm und das Teil ist trotzdem da. Max Kapi, fahr jetzt einen Angriff 1. Er kann fliegen und dann mit seinem offenen Maul auf dich hinabstürzen. Das antennenartige Horn auf seinem Kopf scheint eine Schwachstelle zu sein. Vermute, Wurf, jetzt könnte dir hier eine enorme Hilfe sein. Ja. Aber ich richte die Wii-Fernbedienung nicht drauf. Ich halte es jetzt einfach mal so weit wie möglich weg vom Bildschirm, damit das nicht mehr passieren kann. Ich entschuldige mich echt, dass hier so aus dem Ruder geläuft. Ich werde im nächsten Part echt eine andere Wii-Fernbedienung verwenden, damit diese Fehler nicht mehr passieren können. Tja, aber Fakt ist, die Mansi hat uns eine schöne Suppe eingebrockt. Da wäre endlich mal ein Paper Mario. Achso, er kommt ja erst von oben. Das vergesse ich immer. Das war früher auch schon so. Ja, wir hätten jetzt endlich mal ein Paper Mario Kapitel ohne einen Kapitelboss abschließen können. Und dann macht die Mansi hier sowas. Yeah. Aber ihr merkt, Graf Kniekwitz hat ein Auge auf uns geworfen. An Bord. Und das möglichst weit vorne, damit ich nicht so weit laufen muss und ihm mehr Treffer einstecken kann. Also er mehr Treffer einstecken kann und ich ihm mehr Treffer verpassen kann. Wortspiele for the win. Nicht erledigen, die müssen wir nämlich werfen. Die haben auch einen Namen, die kleinen Viecher hier. Tippi hat es uns eh schon gesagt. Wurfowitz. Aha. Systemabsturz. Ah. Fehlfunktion. Was habe ich nur getan? Schandmodule aktiviert. Held. Mein Fehler. Es tut mir leid. Bitte, du musst die Welt retten. Ja, und jetzt passiert etwas, was ein bisschen unrealistisch ist. Wenn das hier ein Roboter ist, warum hat der bitte ein Gerippe? Und warum fällt das dann auch so schön auseinander? Gerippe sollten eigentlich fester sein. Ja, da fliegt das Viech hinunter. Gut, und da hätten wir die Tür zum reinen Herzen. Ja, aber Drachengegner sind so in Paper Mario eine Tradition. So kein Paper Mario Color Splash gab es einen guten Dragadum, der, wie soll man sagen, ja, aus Captain Todd Treasure Tracker übernommen wurde. Das hat mir richtig gut gefallen, auch wenn der kein Boss war. Na gut, der ja eigentlich auch nicht. Gut, ja, wo ist denn jetzt das reine Herz? Willkommen, Held. Mein Name ist Melumino. Ich bin eine ruhende Seele und ich habe lange gewartet. Ziemlich genau 1500 Jahre, 1500. Und das alles, um dir das reine Herz zu übergeben. Ich muss gerade überlegen, Melumina, war das nicht die, die uns in Paper Mario 1 auf dem Frostberg, oder wie er hieß, schon mal begegnet ist? Erinnert ihr euch, dieser Geist in Paper Mario 1 auf dem Biberberg hieß er, glaube ich. Ich glaube, das ist die gleiche. Die wurden halt in dem Spiel alle neu designt. Das Erscheinen bedeutet, dass es begonnen hat. Die Welten kollabieren. Ja, es hat begonnen, deshalb sind wir hier. Wir müssen reden, bevor ich dir das reine Herz gebe. Hör mich an, Held. Vor langer Zeit sucht mein Volk eine Zivilisation, die als Leuchtfeuer der Kulturgeschichte verehrt wurde. Eines konnten unsere Kräfte und unsere Kultur aber nicht verhindern. Das dunkle Prognostikon. Niemand weiß, wer das dunkle Buch verfasst, aber es sagt die Zukunft voraus. Auf der letzten Seite steht geschrieben, dass eine Kraft die Welten verschlingen wird. Wir waren uns bewusst, dass man es stoppen musste. Ein Plan wurde entwickelt, der die Tragödie aufhalten sollte. Um das Chaos zu besiegen, benötigen wir etwas mit der reinen Essenz der Liebe. Wissenschaftler begannen mit der Arbeit und so entstand das reinste Herz. Das Herz wurde in 8 Stücke aufgeteilt und in Dimensionen versteckt. So sollen sie verweilen bis zu an dem Tag, an dem der Held erscheinen würde. Alles verlief nach Plan, zumindest schien es so. Das Schicksal hatte jedoch einen anderen Plan. Es begann mit einem kleinen Zwischenfall. Zu dieser Zeit war ich noch jung und nebenbei bemerkt ziemlich hübsch. Dann kam der Tag, an dem ich 2 fähigen jungen Herren begegnete. Dass dieser Ausdruck überhaupt verwendet wurde, fähig, das ist nicht gerade ein gängiger Ausdruck. Von diesem Punkt an wurde mein Leben zum Strudel der Liebe. Also ich lud
den einen ein und dann ist wahr, du weißt schon. Prinzipiell, ich sagte dann bla 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 und er sagte bla bla, dann bla 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 bla. 2 Stunden später. Bla 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 bla. Und deshalb hat das reinste Herz die Kraft, das Chaos zu binden. Ja, das war Paper Mario 1 bei ihr auch schon so, dass Mario eingeschlafen ist. Um die Welten zu retten, müssen wir also die 8 Stücke finden. Mit denen können wir dann das reinste Herz wiederherstellen. Und das ist alles, was ich zu dieser Geschichte sagen werde. Sogar Wurfowitz hat die Augen geschlossen. Hast du aufmerksam zugehört? Da würde ich auch ja sagen, auch wenn ich nicht zugehört habe. Wunderbar, ich habe extra nur die Kurzform der Geschichte erzählt. Wie lang ist denn dann bitte die lange Form? Ich möchte es gar nicht wissen. Nun ist es an dir, die Reinherz zu finden. Sie sind unsere letzte Chance. Zieh los, junger Held, rette die Welt. Unsere Hoffnungen sind mit dir. Da hätten wir es, das reine Herz. Was ich noch kurz sagen will, das Kapitel war recht kurz, muss man sagen. Also die Level in dem Kapitel waren extremst kurz. Das ist mir jetzt an den Let's Play Parts echt aufgefallen. Die hätten sie im Gegensatz, wie soll man sagen, in Color Splash waren ja die Level allesamt recht lange. Na bitte, du hast ein reines Herz erhalten. Das Orange, das zweite, ja. Ja, man hätte die Kapitel, also die Level, echt länger machen können. So wie es in Color Splash der Fall war. Bevor sie entschwand, gab Melumina Mario den Auftrag, alle Welten zu retten. Sie hatte 1500 Jahre gewartet, um Mario die Nachricht zu überbringen. Mario war nach dem Erhalt des zweiten reinen Herzens guter Dinge. Aber es galt noch weitere 6 reine Herzen zu erlangen. Tippi gab den Weg vor. Ich denke, wir sollten nach Flippstadt zurückkehren. Die Bürde aller Welten lastete schwer auf den Schultern unseres Helden. Und damit würde ich sagen, das ist ein schönes Ende für das erste Kapitel. Wie es im nächsten Part weitergehen wird, das werden wir bald erfahren. Also, tschüss!